Ein Besuch an der Front. Jetzt in Tracks. Den Straßenschlachten während der Tagung der Welthandelsorganisation von 1999 in Seattle sind die Black Bloc die gefürchtetsten unter den Globalisierungsgegnern. Ihr Hauptquartier liegt in Kopenhagen. Vor einem Neubeginn muss erst einmal alles zerstört werden. Am 18. März 2003 bekommt der dänische Premierminister Anders Fogh Rasmussen sein Fett ab. Kurz nachdem er die Beteiligung Dänemarks am Irakkrieg verkündet hat, bewerfen ihn zwei Aktivisten mit roter Farbe, die das Blut an seinen Händen symbolisieren soll. Das war auf der Titelseite der größten dänischen Zeitung am darauffolgenden Tag. Hinter der Überschrift Kriegsbemalung sieht man den Premierminister, ein paar Minuten nach unserer Aktion. Beruflich betreut Lars Jugendliche in Schwierigkeiten. Nebenbei engagiert sich der 24-Jährige aber besonders bei den Aktivisten von Global Roots. Wie mehrere hundert andere junge Dänen bricht er für seine Überzeugung, wenn es sein muss, alle Gesetze. Trotz zwei Jahren hinter Gittern und einer Geldstrafe, an der er noch viele Jahre zu knabbern haben wird, ist Lars zufrieden. Seine Aktion hat eine heftige Diskussion über die Beteiligung Dänemarks am Irakkrieg losgetreten. Die Farbattacke fand Zustimmung bei einem Großteil der Bevölkerung, der gegen diese politische Entscheidung war. Das war schon extrem und ich hatte einen Mordsschiss. Aber im Nachhinein betrachtet, habe ich den Leuten gezeigt, dass man Grenzen ruhig mal übertreten sollte. Kopenhagen ist mit einer rekordverdächtigen Anzahl an besetzten Häusern ein Paradies für Aktivisten jeder Art. Am radikalsten geht es bei den Black Bloc zu, deren Mitglieder immer schwarz gekleidet agieren und nicht vor Gewalt zurückschrecken. Im Gegensatz zu Lars sind Auftritte in den Medien aber nicht so ihr Ding. Zu oft wurden wir von den Medien über den Tisch gezogen, was dazu führte, dass viele unter uns die Medien als Feind betrachten, die man auf keinen Fall trauen darf. Wenn wir eine Aktion starten, die nicht 100% legal ist, dann wollen wir natürlich darüber sprechen, aber ohne dabei unser Gesicht zu zeigen. Gegründet wurden die Black Bloc vermutlich am 18. Mai 1993, als in Dänemark nach einer Volksabstimmung eine knappe Mehrheit dem EU-Beitritt zustimmt, steigen Linksautonome auf die Barrikaden und erklären ihr Stadtviertel Nørrebro zur letzten Freiheitsbastion Europas. Die Polizei schreitet ein und schießt mit scharfer Munition. Nach tagelangen Verhandlungen erhielt unser Kamerateam von den Aktivisten die Erlaubnis, im Inneren des größten Squads von Kopenhagen zu drehen. Das Ungdomshuset, wörtlich übersetzt das Haus der Jugend, ist ein politisches Symbol. 50 Menschen leben hier mitten im Zentrum der Stadt, von der Außenwelt abgeschnitten, nach ihren ganz eigenen Regeln. Peter, unser Führer, besteht darauf, anonym zu bleiben. Hier gibt's weder Rassismus, Sexismus, Homophobie, harte Drogen noch Gewalt. In Kopenhagen haben besetzte Häuser Tradition, seit eine Gruppe von Hippies vor über 30 Jahren beschloss, sich mitten in der Stadt einen alternativen Lebensraum zu schaffen. 1971 nistete sich eine Love and Peace Community mit rein friedlichen Absichten in eine verlassene Militärkaserne ein. Noch heute, 34 Jahre danach, lassen sich die 1000 Einwohner von Christiania von der Stadt nicht reinreden. Sie gestalten ihre Lebensgemeinschaft so, wie es ihnen passt.
Anne kommt aus Finnland und lebt seit 10 Jahren in diesem Haus, das sie mit eigenen Händen zusammen mit ihren Kindern gebaut hat. Als ich hier ankam, lebte ich in einem alten Wohnwagen ohne Strom, ohne Wasser, ohne Toilette oder sonst was. In meinem früheren Leben fühlte ich mich immer ziemlich isoliert. Aber hier spüre ich die Nähe der anderen Bewohner des Viertels. Alle sind jederzeit bereit, ihrem Nachbarn zu helfen. Hier fühlt man sich nie einsam. Bei regelmäßigen Versammlungen treffen die Einwohner von Christiania gemeinsam alle Entscheidungen, die das Zusammenleben im Viertel bestimmen. Sie verwalten alles selbst, ihre Schule, öffentliche Baustellen und sogar die eigene Müllabfuhr. Wie ein Staat im Staat hat Christiania eine gut laufende Wirtschaft, in der genügend Kaufhäuser und Warenlager für das Wohlergehen seiner Bewohner sorgen. Jeder Künstler von Kopenhagen ist in diesem Tonstudio oder in einem der Konzertsäle jederzeit willkommen. Die Community hat sogar ihre eigene Währung. 1996 wurde Christiania von der dänischen Regierung offiziell anerkannt. Solche Lebensräume sind unheimlich wichtig. Nur so kann sich unsere Kultur entfalten. Hier können wir frei miteinander kommunizieren und neue Lebensarten austesten und eine Widerstandsgesellschaft aufbauen. Wir können die Welt nicht mit einem Schlag gerade biegen, also fangen wir mit einem Haus an. Das Ungdomshuset ist so etwas wie ein Mini-Christiania in Hardcore-Version. Wie ihre Vorbilder setzen sich auch die Bewohner des Ungdomshuset jeden Montag zusammen, um die verschiedenen Aufgaben zu verteilen. Sei es die Organisation von Punkkonzerten oder das Nähen von Klamotten. Na, wie ihr seht, habe ich es noch nicht so ganz drauf, aber das kommt noch. Gleich als ich zum ersten Mal hierher kam, hat sich alles für mich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass man so leben kann. Das war, sozusagen, der erste Schritt in meiner anarchistischen Karriere. Wie gesagt, im Ungdomshuset ist alles durchorganisiert. Einmal in der Woche wird jedem eine neue Aufgabe zugeteilt. Die Küche steht der eines normalen Restaurants in nichts nach, außer dass diese hier auch eine soziale Funktion hat. Alle neuen Aktivisten fangen erstmal in der Küche an. Dort lernt man die anderen am schnellsten kennen. Beim Köcheln ist man einfach gezwungen, sich 5 Stunden lang auf der Pelle zu hocken. Ich wollte eigentlich nur mal für einen Tag reinschauen und bin prompt hier hängen geblieben. Meine Eltern waren früher auch Hausbesetzer. Ich trete also lediglich in ihre Fußstapfen. Niemand soll uns reinreden. Das Einzige, was wir wollen, ist ein Ort, an dem wir unser Ding durchziehen können, so wie es uns passt. Mehr nicht. In der Woche ist auch Tag der offenen Tür, an dem sich dann Außenstehende an den politischen Diskussionen und Workshops beteiligen können. Wir verfassen gerade einen kleinen Leitfaden, der einem erklärt, wie man sich in jeder Beziehung selbst durchschlagen kann. Darin wirst du Kochrezepte finden, eine Bauanleitung für ein Bett und alles Mögliche. Selbstversorgung ist der erste Schritt zur Unabhängigkeit. Und die hauseigene Boutique mit Straßenvitrine lockt Passanten zum Black Block Shopping. Die letzten Wahlen in Dänemark waren wirklich sehr entscheidend.
Es blieb uns gar nichts anderes übrig, als zu handeln. Das ganze Gemauschel vor der Wahl war einfach eine Riesensauerei. Nach den Wahlen im November 2001 zieht die rechtsradikale Dänische Volkspartei ins Parlament ein und zwingt die liberale Regierung, einen härteren Kurs zu fahren. Sie setzt durch, dass Ausländer erst dann mit einem dänischen Staatsbürger zusammenleben oder verheiratet sein dürfen, wenn sie über 24 sind und eine Kaution von 7.000 Euro an den Staat gezahlt haben. Parallel dazu fordern die Faschos in einem juristischen Feldzug die Schließung von Christiania. Wir sind jetzt an der Reihe, für Christiania zu kämpfen. Unsere Eltern sind dafür schon zu alt. Wir bekommen Unterstützung von den autonomen Punks und sogar von Menschen aus Nørrebro. Das ist ein Multikulti-Viertel in Kopenhagen. Es ist schon genial, wie alle zusammenhalten, wenn die Stadt vorhat, einen Ort wie diesen zu zerstören. Das Undomshuset hätte vielleicht auch ohne Christiania existiert. Aber die autonome Bewegung wäre dann bestimmt nicht so stark. Und ohne Christiania wäre die Stimmung in der Stadt ganz anders. Dabei ist auch das Ungdomshuset vom Aus bedroht. Um ihren Squad und Christiania zu verteidigen, rücken die Aussteiger mehr denn je zusammen. Aus Protest gegen den Plan, das Ungdomshuset einer katholischen Vereinigung zu stiften, beschließt eine Pastorenkapelle, direkt vor dem Rathaus zu musizieren. Wenn Sie uns die Bude nehmen, besetzen wir das Rathaus. Wir werden uns verteidigen. Und wie? What's up?